Wir alle haben als Kind die Disney-Filme geschaut. Aber wusstet ihr, dass jeder Disney-Film im selben Universum spielt? Es ist sogar sehr ähnlich wie meine Pixar-Theorie von damals. Wir beginnen mit König der Löwen. Hier müsst ihr auf Scar, den bösen Bruder von Mufasa, achten. Es ist derselbe Löwenkopf, den wir auch in Herkules sehen. Kennt ihr noch den Glöckner von Notre Dame? In dieser Szene sehen wir hier ein Wildschwein, welches Pumba repräsentieren soll. In Notre Dame sehen wir nämlich auch diese Prinzessin da unten und diesen Teppich, den wir kennen sollten. Die Prinzessin ist nämlich ganz klar Belle aus Die Schöne und das Biest. Aber könnt ihr mir auch sagen, in welchem Film wir diesen Teppich nochmal sehen werden? Wollt ihr, dass ich euch alle Easter Eggs und Verbindungen der restlichen Disney-Filme zeige? Schreibt es in die Kommentare. Und macht endlich jetzt das Plus, weil es gibt 59 Filme mittlerweile und das wird dauern.